So, es ist halt irgendwie, ich muss nachher mal gucken, was noch für Rennen anstehen. Ich weiß es tatsächlich nicht auswendig, weil irgendwo habe ich das Gefühl, dass irgendwo noch irgendwann ein Rennen kommt, eben wo dann halt noch, also A liegt es mir wahrscheinlich nicht und B kommt noch Regen dazu und dann wäre noch halt vielleicht 18., 19. Und das wird dann natürlich ein Graus, wenn wir jetzt hier zwei Rennen in Folge gewinnen. Also danach sieht es zumindest aus, als könnte so sein. Und das Rennen davor haben wir den zweiten Platz gehabt. Neun oder sieben? Ja, ich möchte eigentlich sieben. Wie gesagt, weil einfach aus dem Argument, ich möchte nicht mit den roten Reifen so viele Runden machen und mit den gelben dann weniger, weil dafür sind die Reifen eigentlich nicht ausgelegt. Kann es sein, dass sich mein Gaspedal schon wieder verabschiedet? Das darf wohl nicht wahr sein. Irgendwie fühlt sich das schon wieder unruhender an da unten. Als würde da tatsächlich schon wieder irgendwas schief stehen. Aber gut, damit muss ich jetzt leben. Ich möchte mal noch schnell gucken. In der vierten Runde sind wir, okay. Wir müssen die Batterie laden. Ja, das ist das, was ich meinte. Das wird einem ja dann mitgeteilt. Das mache ich aber nicht auf der Geraden hier, ganz klar. Na? Drei, wow, okay, wir haben tatsächlich einiges jetzt gut gemacht. Also einen Vorsprung rausgefahren. Sehr schön. Ja, cool. Amerika ist halt schon auch irgendwie, also ich muss sagen, ich finde die jetzt nicht genial, die Strecke. Da gibt es Strecken, die mag ich tatsächlich noch ein bisschen mehr. Aber sie lässt sich halt schon auch relativ gut fahren. Und hier mit diesem Element, mit diesem Karussell hier, macht sie tatsächlich auch Spaß. So, ERS haben wir weg. Das lasse ich mal ein Momentchen. Solange wir so einen Vorsprung haben, muss ich das auch nicht groß strapazieren, das Ding. Sondern das werde ich dann nutzen, falls wir nochmal einen Zweikampf haben. Weil wenn wir dann aus der Box kommen, sind wir wahrscheinlich mitten im Feld drin. Das sollte man eben auch ab und da natürlich beachten. Wo kommen wir wieder raus, wenn wir dann und dann an die Box fahren? Das beachte ich leider viel zu wenig. Das ist wahr. Da müsste ich mir mal jeweils vorher Gedanken drüber machen, aber... Ja, es ist dann halt, wie es ist, wenn wir im Verkehr rauskommen. Der Vorteil ist ja, ich muss da nicht angreifen. Ich kann auch ein bisschen im Verkehr rumfahren. Weil die müssen alle noch an die Box. Der Punkt ist halt ganz einfach natürlich, man fährt dann keine schnellen Runden mehr, weil man gebremst wird natürlich von diesem Verkehr. Von daher, naja gut, ich gehe jetzt trotzdem in der siebten, wie gesagt, aus der Überlegung heraus, dass ich mit diesen roten Reifen hier nicht fast bis zum Ende fahren will. Und nachher kriege ich gelbe Reifen dann noch für eine Runde. So, ich guck gleich mal, sobald ich die Kurve hier noch habe. Ja, die sind eigentlich noch in Ordnung. 21, das passt. Das können wir tatsächlich so lassen. Für den Moment. ERS lädt's wieder, das ist bestens. Dann sind wir gerüstet für den Fall, dass es ja doch noch zu irgendwelchen Zweikämpfen käme. Was ich jetzt halt tatsächlich... Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den ERS-Einsatz. Brauche ich nicht. Was ich jetzt tatsächlich... ganz anders mache wie noch vor kurzem. Sobald ich auf den Curb raufkomme, ich gehe automatisch instinktiv vom Gas runter. Mich hat so oft jetzt hier gedreht jeweils, weil ich im falschen Moment Gas gegeben habe, dass ich das automatisch mache. Finde ich irgendwie interessant. Also es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Curb. Es gibt solche, die kann man wirklich mit voller Pulle eigentlich überfahren. Also das hier, ganz klar. Aber es gibt andere, ja, da hat man dann den Dreher. Auch ganz klar. So, Runde 6. Ich lasse ERS. Wobei, jetzt haben wir es fast voll, dann können wir hier mal auf hoch gehen. Da hinten sind sie am Kämpfen, so wie es aussieht. Ja, jetzt gab es gerade eine Rangverschiebung, das habe ich gerade noch gesehen, da oben links. Verstappen ist auf der 2, auch nicht gut, weil Verstappen ist natürlich auch ein Konkurrent um den WM-Titel. Und mich nützen alle Siege nichts, wenn die natürlich nicht mitspielen, die anderen. Wenn die immer Zweiter, Dritter machen, dann kommen wir da nicht ran. Aber ich kann halt nichts anderes machen. Ich muss jetzt damit leben, was ich hier sozusagen vollbringe und oder was ich schaffe. Und wenn ich jetzt hier tatsächlich einen zweiten Platz hatte, dann Sieg und jetzt heute wieder ein Sieg. Also viel mehr kann ich nicht. Wahrscheinlich, wenn wir... Diese Runde, jetzt mach Druck. Ich bin schon vorn, Chap. Wenn wir tatsächlich... er ist aber rangekommen, Verstappen. Das sehe ich. Wenn wir tatsächlich, was wollte ich jetzt sagen? Ah, jetzt habe ich es vergessen, weil mich Chef unterbrochen hatte. Ja, wenn wir tatsächlich am Schluss nicht Weltmeister werden sollten, was durchaus möglich ist, dann liegt es nicht am Schluss der Saison, hier mit Ferrari, sondern liegt es am Anfang.
Also zu Beginn der Saison haben wir halt einfach wirklich schlechte Rennen gehabt. Ich glaube sogar noch mit Renault ganz zu Beginn, dann mit Mercedes. Und jetzt bei Ferrari läuft es eigentlich. Das liegt auch daran, dass das einfach wirklich natürlich ein hervorragendes Fahrzeug ist. Das ist ganz klar. Ich habe es nicht umsonst schon mal als Monster bezeichnet. Ja, ich glaube, Verstappen kommt uns dann hier doch langsam relativ nah. Aber wir gehen eh an die Box. Okay, einer ist ausgeschieden. Ja, jetzt ist irgendwie mit den Reifen dann doch nicht mehr so gut, offensichtlich. Du musst diese Runde reinkommen. Ja, komme ich, weil ich kann ja nicht mehr vernünftig beschleunigen. Sonst dreht es mich raus. Ich habe zwar gerade geguckt, die waren auf 21, aber das sind halt doch keine neuen Reifen mehr. Und das merkt man dann genau in solchen Kurven eben doch. So, hier müsste irgendwo Kollege Bock sein. Jawohl, da vorne geht es links rein. Und dann haben wir hier, glaube ich, eine relativ üble Kurve. Da bin ich auch schon mal reingebrettert. Gut. Runter mit ERS, das brauchen wir an der Box nicht. So, haut drauf, die neuen Latschen. Dankeschön. Losfahren. Uninteressant, was wir jetzt da oben sehen. Wie gesagt, die müssen alle noch an die Box. Wir sind die einzigen mit gelben Reifen. Da ist aber doch das Feld recht nah bei Samen. So, jetzt nur nichts riskieren, ganz okay, klar. Bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Das ist ja wohl ein Scherz. Ich werd aus der Box raus katapultiert und hole mir einen kaputten Flügel ab. Ich glaube, ich spinne. Ich konnte nichts machen. Ich war voll auf der Bremse. Was ist das denn wieder für ein Release-Point? Naja gut, vielleicht macht's nichts, ich weiß nicht. Chef, sag mal was. Wir haben einen Schaden festgestellt und... Es sieht mich hier viel zu sehr aus. Oh nö, wie doof ist das denn? Bist du sehr kaputt? Ja, ist halt schon, es ist halt gelb. Aber er sagt auch nichts. Finde ich ganz merkwürdig. Normalerweise sagt er doch dann, wir haben einen Schaden festgestellt. Oder ich muss nochmal an die Box. Oh, wie doof das war. Sorry, aber das gibt's ja gar nicht. Also unglaublich. Ich konnte nichts machen. Ich stand voll auf der Bremse. Oh, brauche ich mal noch ein bisschen ERS, damit ich hier nicht noch von denen angegriffen werde. Das muss dann doch nicht sein. So, Kollege baut das. Ich habe das Gefühl, irgendwie das Setting gefällt mir nicht mehr, aber das ist klar. Energiespeicher wegen der Abnutzung ein wenig schlechter funktioniert. Vermeide die magere Mischung, um das Gewicht zu reduzieren. Vermeide die magere Mischung. Okay. Also vermeide heißt für mich, ich soll es nicht nutzen. Schau, komm für seinen Stop rein. Mache ich ja auch nicht. Ich nutze es ja auch nicht. So, gib ihm. Jetzt müssten wir hier eigentlich genau DRS kriegen und ein paar Plätze gut machen. Ja, den einen oder anderen haben wir gut gemacht. Oh, das war jetzt echt etwas vom Blödsinn, was ich in der ganzen Saison hatte. Oder im ganzen... Ja, in der ganzen Karriere. Sagen wir es mal so, das ist ja keine Karriere. Aus der Box raus und ich werde in dem Moment losgelassen und kann nicht mehr richtig bremsen und knall in den anderen rein. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 4,9 Sekunden. Ja, okay, aber der Vordermann ist ja wahrscheinlich auch noch nicht an der Box gewesen, würde ich mal sagen. Grosjean. Ja, der hat auch immer noch die roten Reifen. Die gehen halt alle immer eher später. Das dürfen sie auch, das ist erlaubt. Und deswegen müssen wir uns da keine Sorgen machen. Gut, 9 Runden, 5 haben wir noch. Ist schwierig zu sagen, wo wir sind. Also auf welchem Platz. Wahrscheinlich auf der 2. Also wenn dann alle mal an der Box waren. So muss ich sagen. Im Moment sind wir auf der 9, das sehe ich. Aber das können wir natürlich so nicht rechnen. Wie gesagt, die vor uns. Da hat es noch welche, die müssen auch noch an die Box. Und die Reifen wechseln. Das kann man dann nie 1:1 sehen, was da steht. Boah, komm mal, nicht mich raustragen. Dankeschön. Bisschen abgekürzt. Da geht wieder einer rein. Das habe ich relativ gut sehen können. Und wenn die hier nichts sagen wegen Abkürzen, dann mache ich das glatt nochmal. Kann die RS? Ojö, ojö, ojö. M. Boris biegt in die Boxengasse ein. Okay, auf der 3 sind wir. Da muss ich nachher gucken. Ich muss jetzt erstmal noch weiterfahren. Ja, Grosjean ist vor uns und Grosjean hat auch rote Reifen. Da weiß man natürlich wieder nicht, hat der eine andere Taktik, eine andere Strategie.
Hab mit gelben Reifen angefangen, ist jetzt auf rote umgestiegen, ich weiß es nicht. Aber ich würde behaupten, der muss noch an die Box. Weil so weit vorn war der vorher ja zumindest nicht. Muss ich mit ERS? Ne, muss ich nicht. Da kann ich nochmal ein bisschen das Ganze laufen lassen. Ich hatte gerade Angst, ich hätte mein ERS schon wieder aufgebraucht, aber das ist nicht so. Ja, das machen wir denn bloß jetzt mit dem blöden Benzin. Also sollen wir da halt tatsächlich das Ding reparieren und die Gridstrafe in Kauf nehmen? Also ich würde sagen, nein. Oder eben im Prinzip abschätzen halt, was haben wir für ein Qualify und es dann daran festmachen. Wenn ich irgendwo einen Regen-Qualify habe, wo ich eh nicht einen vernünftigen Platz hinkriege, dann kann ich natürlich tatsächlich auch diesen Teil, also dieses Teil wechseln. Ansonsten würde ich es lassen. Ich meine, klar, das fette Gemisch ist natürlich schon das fette Gemisch, es ist schneller. Aber deswegen eine Gridstrafe, ich glaube nicht. Also zumindest nicht, wenn eben das Qualify funktioniert. Da geht der nächste an die Box. Das müsste dann eben Grosjean gewesen sein. Wieder kein DRS. Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,3 Sekunden. Okay, wir sind auf der 1. Sehr schön. Das freut mich und haben hinter uns Verstappen und jetzt ist wieder alles beim Alten. Jetzt jagt uns Verstappen. Jetzt haben wir die Boxenstopps hinter uns. Jetzt zählt sozusagen wieder. Und ihr ahnt es, genau, ich würde ganz gerne auf der 1 bleiben. Das heißt, wir müssen jetzt hier Kollege Verstappen natürlich abhängen. Mal gucken, ob das nicht sogar klappt. Ich weiß es nicht, er kommt uns aber näher. Im Moment kommt er uns gerade näher, so wie es aussieht. Okay, ERS haben wir auf hoch, das lasse ich auch. Hier muss ich immer aufpassen, dass ich mich nicht drehe. Oh, der kommt näher und hier hat er DRS. Ja, jetzt wird er wie eine Rakete daherkommen. Ja, aber es ist, glaube ich, zu kurz. Ganz schwer bremsen. Ja, ich kann es nochmal abwehren. Aber das wird mit auf Dauer wird das schwierig. Dass wir den zurückhalten können. Man, es ist aber auch irgendwie... Ja, Flügel kaputt. Es lenkt halt schon nicht mehr ganz so, wie es lenken würde, wenn der Flügel heile wäre. Und deswegen haben wir wahrscheinlich auch den Topspeed halt nicht mehr. Und das kann sein, dass uns das dann den Sieg kostet. Da muss ich dann sagen, Halleluja. Wenn mich das den Sieg kostet, dass ich dort so rausgeballert werde in der Kurve und da einen automatisch mitnehme, ja, gibt's ja wohl nicht. Oh Gott, das gibt jetzt noch ein hartes Rennen. Das gibt harte zwei Runden, vor allem auf dieser ewig langen Gerade dort unten. Wenn er wieder DRS kriegt, Verstappen. Jetzt muss ich kämpfen. Ja, wieder eine Abkürzung, aber eben, da sagt ja keiner was, dann mache ich das natürlich auch. Ja, das ist alles viel zu... Ja, wie soll ich sagen, ich komme überall zu weit raus. Uff, ja, der wird uns holen, da komme ich nicht dran vorbei. Jetzt schon? Jawohl. Okay, oh, weißt du was, ich lasse ihn vor, weil dann... Nein, warum krieg ich kein DRS? Nein, das war die Idee, deswegen habe ich ihn vorgelassen. Damit ich hier DRS garniere und nicht eher. Und dann kriege ich keins. Oh, wie doof war das denn? Oh, und wie gefährlich war das denn? Ja, ärgerlich, 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 ärgerlich. Mal gucken, ob wir den nicht vielleicht sonst wiederholen. Es wäre schön, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Ich möchte hier nochmal DRS haben, bitteschön. Ah, wieder nicht. Okay. Au, der hat schon so einen Vorsprung. Ja, jetzt habe ich mir ein Eigentor gelegt. Ich hätte das nochmal kurz verteidigen können eigentlich, das Ganze. Aber ich, die Idee war tatsächlich, ich lasse ihn vor. Da kommt ja gleich die DRS-Zone. Statt dass er dann DRS hat, habe ich. Also ich denke, der Gedanke war nicht so falsch. Warum ich dann kein DRS kriege, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das weiß ich tatsächlich nicht.
Ah, es könnte tatsächlich, es ist bitter, aber es könnte tatsächlich sein, dass uns dieser Boxenstopp, diese Ausfahrt aus der Box, wo ich da einfach so losgelassen werde, genau vor dem fremden Auto, wo ich voll bremsen hätte müssen, dass uns das am Schluss den WM-Titel kostet. Ich sehe es kommen. Jetzt hat natürlich Gasly DRS. Ah, wie ärgerlich. Das heißt, jetzt kommt er auch nochmal dahergeballert. Ist aber zumindest, glaube ich, im Moment noch kein Problem. Okay. Und ganz weg ist natürlich Verstappen auch noch nicht. Also das würde ich dann auch noch nicht unterschreiben. Muss nur einfach ins DRS-Ding wieder reinkommen. Dann sieht schon wieder ganz anders aus. DRS habe ich geladen. Ja, aber ich kann halt hier nicht volle Pulle. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, das reicht schon. So viele Runden haben wir dann doch nicht mehr. Wieder kein. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht noch von Gasly abgefangen werde. So wie es aussieht. Ich glaube, an Hamilton komme ich. An Hamilton sage ich schon. An Verstappen komme ich, glaube ich, nicht mehr ran. Nicht mit diesem kaputten Flügel. Was ist das bloß für eine doofe Geschichte? Und Gasly hängt uns natürlich hier fett im Genick um und mich ballert hier hin und her, man sieht. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt einfach der Flügel. Ich habe das Gefühl, wenn ein Flügel mal angeknackst ist sozusagen, dass das immer schlimmer wird. Der hat ja dann doch immer noch mal Luftwiderstand und ist weniger stabil. Also ich denke, das ist dann tatsächlich so, dass ein kaputter Flügel halt im Laufe der Weiterfahrt immer noch schlechter wird. Eieieiei. Ja, ich habe jetzt mit Gasly nicht nochmal das gemacht, was ich mit Verstappen gemacht habe, von wegen. Dass wir uns halt hier das DRS gönnen wollen. Oh, ich konnte es abwehren. Das ist schon mal gut, weil ja, es ist die letzte Runde. Also von daher, dann reicht es vielleicht wenigstens für Platz 2. Weil mein Gaspedal ist auch schon wieder völlig von krumm nach schief. Es ist ein Elend. Oh, der ist dicht hinter uns, aber okay. Okay, nochmal einmal verteidigen und nochmal beschleunigen. Okay. Das war knapp. Ja, Käse mit dem Flügel. Ich freue mich eigentlich auch, aber das hätte auch der Sieg sein können. Oh, wie blöd. Es war teilweise ein hartes Rennen, aber McLaren hat durchgehalten und sich heute einen tollen Sieg gesichert. Ja, Gratulation an Verstappen. Der kann nichts dafür. Der ist unschuldig. Sondern das Spiel. Warum wird man dort rausbeschleunigt und dann kann man nicht mehr bremsen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur... Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung. Okay, da ist er, der Herr Verstappen. Herzliche Gratulation. Das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Mercedes, das ist Gasly, glaube ich, da. Ja, der war hinter uns und wir links auf Platz 2. Ist okay, aber Verstappen hat jetzt natürlich den Abstand zu uns wieder vergrößert. Das ist ganz klar. Also so richtig bin ich nicht zufrieden. Vor allem, weil man gesehen hat, es hätte anders rauskommen können. Ich behaupte, wenn wir da den Flügel nicht kaputt gehabt hätten, dann wäre ich am Schluss ein bisschen anders gefahren noch. Dann wäre ich an Verstappen wahrscheinlich nochmal rangekommen. Ob ich ihn dann noch dann überholt hätte, weiß ich auch nicht. Aber Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Die heutige Leistung bedeutet für Max Verstappen... Ich lasse mal reden, ist immer komisch, sonst zu erklären. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Röber? Man kann nichts daran aussetzen, was Sergio Perez heute auf der Strecke abgeliefert hat. Er ist fehlerfrei gefahren und damit eine leichte Wahl. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Ferrari hat sich nun endgültig von der Konkurrenz abgesetzt und ist nicht mehr einzuholen. Der Sieg in nicht der Konstrukteursweltmeisterschaft ist ein weiterer Triumph für das italienische Team. Ein weiteres herausstechendes Team war heute Williams, die wieder Boden in gut machen. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1. Geht mal auf ein Käffchen, ich habe noch was zu erklären. Eieieiei, 11 Punkte sind wir hinter Verstappen.
Das ist ja unglaublich. Also Verstappen mit 284 auf der 1, Charles Leclerc mit 281, drei Punkte dahinter auf der 2. Dann kommt Gasly mit 275 Punkten auf der 3 und wir mit 273 Punkten auf der 4. Wir haben, sagen schon, 11 Punkte Rückstand auf Platz 1. Eieiei, jetzt rechnen wir aus, was passiert wäre, wenn wir hier tatsächlich gewonnen hätten. Wenn wir die Punkte bekommen hätten, die Verstappen bekommen hätten oder hat, dann wären wir jetzt sowas. Aber das ist wieder so ein Hätte, Wenn und Aber. Das zählt natürlich nicht, ist ganz klar. Die Konstrukteursweltmeisterschaft haben wir. Und die andere, ja, die wird jetzt definitiv in den letzten Rennen entschieden. 11 Punkte zwischen Platz 1 und 4. Nun zu ein paar Fragen. Schon wieder, sie waren doch beim Training schon hier. Was? Würden Sie sagen? Nein, die ist natürlich nicht. Kein Kommentar. Bevor wir Ärger kriegen. Das war heute nicht das sauberste. Doch, Rennen, doch. Oder? Ich mach mal auch nochmal. Lucas ist in diesem zweimal kein Kommentar. Geflogen. Was ist sein Geheimnis? Ferrari-Ruf? Tja. Okay, ganz zufrieden ist sie nicht. Nicht, wenn wir natürlich zwei Fragen nicht beantworten. Ganz klar. Aber das waren Fragen. Die wären, also da wären die Antworten negativ gewesen wahrscheinlich. Gut, da geht der Ferrari-Ruf wieder rauf, weil Platz 2, damit sind sie natürlich zufrieden. Ach, wir haben die Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen. Tatsächlich, stimmt. Cool. Das ist schon mal ein erster Erfolg. Ein tolles Ergebnis, du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Denke ich auch, Jeff, aber eben das mit dem Flügel ist ja tatsächlich ärgerlich. Aber was soll's, das passiert halt, das ist halt der Sport. Da passieren halt auch mal doofe Sachen. Und wir sind Zweiter, das war nicht so schlecht. Jetzt hat man tatsächlich eine Serie Zweiter, Erster, Zweiter. Was kommt als nächstes? Ja, ich wäre wieder für Erster. Aber das wird auch damit zusammenhängen, was wir für eine Strecke haben. Ich werde jetzt nachher schnell gucken gehen, weil jetzt bin ich selber sehr, sehr gespannt, was da noch kommt bis zum Ende hin. Und dann werde ich es wissen. Und ihr könnt ja das Gleiche tun, wenn es euch interessiert. Jetzt waren wir in Amerika. Es sind noch zwei oder drei Rennen. Das ist wohl rauszufinden, was das für Rennen sind. Gut, dann ja. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch gefallen. Hoffe, ihr fandet es auch so spannend. Ich fand es ziemlich spannend. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns im nächsten Rennen dann wieder. Das seht ihr morgen. Selbe Uhrzeit, selber Kanal. Hier bei Heisenberg zockt. Macht's gut, bis dann. Tschüss.